Einen wunderschönen guten Tag, hallo Kollege, Sie übernehmen jetzt die Regionalbahn von Köblitz nach Wildau. Lassen Sie zuerst die Fahrgäste einsteigen, bevor Sie planmäßig um 14.35 Uhr abfahren können. Weitere Anweisungen, bliblablub, ist uns ja egal. Und damit recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Let's Play Train Simulator 2020. Wir befinden uns hier und heute auf der Strecke im Köblitzer Bergland 3 Reloaded. Es ist also eine neue Version, die für alle Inhaber der bisherigen Version als Update zur Verfügung steht. Und genau, was es denn so Neues gibt, also die Strecke an sich bleibt natürlich dieselbe, also von der Streckenführung bleibt alles gleich. Es wurde nur eben einiges überarbeitet. Und was genau das eben alles ist, das schauen wir uns heute mal an. Es ist wie immer einiges los hier als KI-Verkehr, das heißt, es gibt einiges zu sehen und zu hören. Fährt jetzt gerade ein Interregio ein, genau, vermutlich am Nebengleis, Gleis 4. Warten wir wahrscheinlich auch noch auf die Anschlussreisenden aus diesem Zug. Jo, und ansonsten genau wurde das jetzt eben Ende des Jahres 2019 bei Aerosoft als Update und eben auch dann eben als neue Version, also falls man sich das dann neu kaufen würde, veröffentlicht. Er fährt nach Altenburg. Okay, genau, wir sind die Regionalbahn. Ich habe mal trotzdem mal Interesse halber mal hier die Baureihe 425 eingesetzt. So, wir sind Regionalbahn, ne? Alles andere haben wir wahrscheinlich auch nicht als Ziel. Ja, genau, wir haben auf jeden Fall Unmengen an Ansagen. Ja, also die können hier viel fast mehr faseln als ich. Was mich durchaus bedrängt und in Konkurrenzsituationen bringt. Na Quatsch, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, das heißt, da fahren wir mal ganz gemütlich los hier. Und eben mit Halt an allen Bahnhöfen. Wir haben im Prinzip jetzt einen Karlsruher Steuerwagen abgelöst an der Stelle, der sonst hier gefahren wäre. Genau, ist abgelöst eben durch einen Triebwagen, Triebzug. Baureihe 425 eben. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie an Bord der Regionalbahn der Linie 40 nach Wildau und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, genau. Sie müssen auch noch drücken, genau. Da links ist auch noch ein bisschen was. Also, es ist schon tatsächlich einiges los. Also, eieiei, und auch laut. Also so im Großen und Ganzen, okay. So im Großen und Ganzen, kennen wir natürlich nur die Streckenführung. Also so einigermaßen sind wir schon die eine oder andere Fahrt gefahren, weil ich es auch bis dato eine sehr schöne Strecke fand. Jetzt gibt es das eben nochmal als geupdatete Version mit vielen, vielen Gebäuden. Ich habe ja einen Hubschrauber da oben. Mit vielen, vielen neuen Gebäuden und Kram. Das ist auch laut alles. Ich kann das echt einmal leiser stellen hier. So. Genau, die man dann eben auch für andere Strecken einsetzen kann. Wie wir auch am Anfang schon gesehen haben, gab es da auch ein ganz schönes Gebäude, vor dem wir da lang gefahren sind. So. Ach nee, es war gar kein Vorsignal. Ah, Profi. So, genau, nächster Halt. Köblitz West, der Ausstieg. Ist in Fahrtrichtung rechts. So, mit Ansagen und ganzen Kram. Gibt auch einiges an Szenarien, was mitgeliefert wird. Ich glaube, 8, 9, 10 Szenarien. Ich glaube, das ist immer ganz cool, warum sich da einfach das Rollmaterial so ein bisschen austauscht. Da das mitgelieferte Wagenmaterial, ja, weiß ich nicht. Immer nicht ganz so meinen Vorstellungen entsprochen hat. Und ich würde sagen, wir halten mal ein bisschen weiter hier. Passt vielleicht, wie gesagt, nicht ganz in die Zeit, dass wir jetzt hier eine 425 fahren zu Interregio-Zeiten. Aber ich denke mal, wenn man das Ganze so ein bisschen in die modernere Zeit ziehen möchte, ist das durchaus auch ein Zug, der dann ja auch das häufigere Mal so wo unterwegs ist. Und ich glaube, man hätte sogar eine Doppeltraktion dahin batschen können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ja, wäre wahrscheinlich, aber bei... Nee, das lassen wir mal bei der Einzeltraktion hier. Ne? Oder noch ein paar mehr Mittelwagen. Kannst du aber schon auch in verschiedenen Ausführungen bestellen. Wie auch den Talent 2, das fand ich ganz interessant. Ist schon ein bisschen hier, die Reise, die wir da gemacht haben.
aber so um die Mosel herum fahren tatsächlich Talentzüge, die ausschließlich, also die keinen Mittelwagen haben, die ausschließlich aus vorne eben dem Teil mit Führerstand bestehen und hinten eben auch. Das, ja, war sehr interessant. Die waren jetzt nicht sonderlich cool und komfortabel, aber es war eine interessante Entdeckung auf jeden Fall. So, komm, ein bisschen beschleunigen können wir ja trotzdem hier. 90 haben wir. Aber erstmal haben wir noch die 40, die wir gerade hatten, ne? Ja. So, und schon das Brückengeräusch weg. Wunderbar, da wird es auch gleich wieder angenehmer. Ich wollte gerade sagen, machen wir eine Ansage, aber ich glaube, dass das wird tatsächlich erledigt für uns. Ich vermute auch mal, dass das ein absichtlicher Effekt ist und kein Störeffekt. Ich vermute einfach mal, ne? Können wir fahren jetzt hier schön durch das blühende Land. Ich schau mal, wie weit haben wir es. Ist noch ein bisschen Kilometer schon, okay. Eigentlich können wir es, glaube ich, auch mal so ein bisschen auf die Bahnhofstäfelchen verlassen, die ja immer ausliegen. Allerdings kann da sein, dass ich die ab und an mal übersehe. Deswegen ist immer so eine grobe Einschätzung eigentlich immer keine schlechte Sache. So, da vorne müsste da doch langsam sein, oder? Also, wo der Kollege lang fährt, das ist allerdings eher ein Kollege LKW, der vorne einen Bahnübergang hält. Guten Tag. So, da vorne haben wir da doch den Halt, ne? Ich habe, glaube ich, tatsächlich gerade das Bahnhofsdingen übersehen. Oder es ist halt nicht immer angekündigt. Das kann natürlich auch sein. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Frage ist, müssen wir zum offenen Gegenzug warten oder haben wir direkt Ausfahrt? Oh. Ups. Ja, so war das geplant. Ich wollte nur schön hier vorne halten. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hier ist das Haar. Ich weiß, da hinten hätte man vielleicht sinnvoller halten können. Ja, warte mal, ich würde da vielleicht gerne mal ganz kurz, dass wir ein bisschen... Da, ein bisschen nicht ganz so grell. Muss nicht ganz so greller Tag sein. Guck mal, da sieht man dann die Vegetation so ein bisschen zeigen. Wir haben direkt Ausfahrt. Okay. Genau, Rudolf Bach und dann bis nach Wildau, von wo aus es dann eben tatsächlich noch ein bisschen weitergeht. Für uns dann allerdings heute nicht, ne? So. Nee, passt, finde ich schon ganz gut hier mit der 425. Ist halt eine schöne Kombination. Ich kann das zumachen. Ja, will nicht, dass die mich sehen. Sehe ich nicht. So. Und Abfahrt. Ja, wunderbar. Und dann fahren wir auch durch den einen oder anderen Tunnel tatsächlich heute auf unserer Fahrt. Und da bin ich mal gespannt, ob die sich irgendwie verändert haben oder ob die noch gleich sind. So, wir haben immer noch 90, genau. Wollte ich gerade nur noch mal für... Ach, guck mal, das ist auf jeden Fall neue Vegetation, die da war. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. So. Die Tunnel sind auch... bisschen anders. Ein bisschen so hochkantiger geworden. Ach, keine Ahnung. So, nächster Halt ist auch noch ein bisschen. Gut. Genau, so im Großen und Ganzen, wie gesagt, hier links das mit den Dingern, das kommt mir alles noch bekannt vor, aber es sind halt viele Details, denke ich mal, die eben dazu führen, dass man die Strecke so ein bisschen auf ein aktuelles, schönes Bild gehoben hat, wobei auch, finde ich, bisher die Strecke, also auch jetzt vor dieser Reloaded-Version, trotzdem schon, also viele, viele aktuell rauskommende Strecken um einiges schlägt. So, okay, muss man es nicht bestätigen.
ist akzeptiert. Ne? Aber so viele Sachen, womit man auch noch eigene schöne Strecken bauen kann, wo man dann, ich glaube, es gibt auch so eine mehr oder weniger begehbare Kathedrale oder so. Also auf jeden Fall relativ viel fancy Shit. Relativ viele Gimmicks, die dann halt, wie eben schon erwähnt, für Inhaber der Vorversion als kostenloses Update und für die anderen. Achso, hier müssen wir einmal, ne? Und für alle anderen dann eben als neue, eigenständige, kostenpflichtige Version hier zur Verfügung steht. Das Ganze, das habe ich auch gar nicht gewusst, also so lange bin ich auch noch gar nicht dabei im Train Simulator, glaube ich vor 8 Jahren oder so um den Zeitraum rum. Also das Ganze ging hier hervor aus einem Freeware-Add-on, das hieß glaube ich Altenburg-Wildau oder sowas hieß die Karte. Und daraus ist dann eben dieses Payware-Add-on entstanden. Und ich muss sagen, das ist irgendwie echt immer noch eine Karte, die sich meines Erachtens tatsächlich immer noch lohnt. Also viele liebevolle Details überall. Ach, nächstes Rot. Okay, sollte man vielleicht irgendwie bestätigen. So, also ich war auch nochmal gedrückt. Und dann halten wir eh schon mal im nächsten Bahnhof. So. Der ist gesichert. Das sieht gut aus. Okay. So, für den Fahrgäste der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Haben wir echt viele Mittelbahnsteige hier. Und genau hier werden wir vermutlich auf einen Gegenzug warten. Macht auch einigermaßen Sinn. So, jetzt sind wir gleich schon den nächsten PCB-Magneten drüber gefahren. Genau, er steht immer noch auf Fahrt. Auf Fahrt. Genau, Josh, das ist das mit dem roten Licht. Ich glaube, genau das war Fahrt. Habe ich mal gehört. Ach komm, jetzt halten wir mal so ein bisschen zwischendrin. Hauptsache, wir sehen das Signal und dann passt das auch. So. Einmal auf damit. Dann würde ich mich gerne ein bisschen hier rumschauen. So, unser Zug, den kennen wir, das ist ja nichts Besonderes. Guten Tag. Ah. Okay. Mhm. Aber auch so, guck mal, so was hier mit den, also das ist halt auch... Es sind halt Sachen, die braucht da echt kein Mensch. Aber wenn du von hier draußen da drauf schaust und vorbeifährst, ist das halt schon cool, dass es halt 3D ist und nicht 2D einfach eine Textur. Also, heftig. Krasser Shit, du alter Latz. Ja, ne, ich bin tatsächlich impressed. Und wir warten es halt auf den Gegenzug wahrscheinlich. Kommt denn da was? Ist das hier eine Fußgängerbrücke vermutlich? Da sehe ich doch was dran krauchen. Schon wieder Interregio. Nee, okay, Nahverkehrszug. Gut, dann passt es. Genau so einen hätten wir nämlich, so einen haben wir nämlich abgelöst bei uns auf der Fahrt, ne? So, ja, passt doch, fühlt sich doch einigermaßen gut ins Bild hier, ne, der Kollege. So. Und da kommt der andere Kollege. Ich hoffe mal auf dem richtigen Gleis. Ach, wir haben sogar schon... Mach sogar schon die Türen zu, ne? Guten Tag, Kollege. Also ich müsste es ein bisschen schauen wegen, ne, wenn nicht zu schnell sind. So, jetzt dürfen die 25 ja nicht, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist ja 25, die wir jetzt nicht fahren dürfen. Müssen einmal auf Befreiung warten, also bis wir uns befreien können. Ja gut, das passt ja einigermaßen. So, machen wir da ganz langsam rüber. Ja, ich bin auch noch da. Ach so, hä? Warum ist er jetzt im... Verstehe ich nicht. Darf ich jetzt schon das 25 fahren? Jetzt sind wir nicht mehr im roten Bereich. Okay. Oh, jetzt dürfen wir uns ganz befreien. Ah, okay, wunderbar. Da vorne sind da 90. Gut zu wissen. So, auch alle zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich willkommen an Bord unserer Regionalbahn auf dem Weg nach Wildau. Wir wünschen dir eine angenehme Reise. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt. Marienwald in wenigen Minuten. So. Aber da haben wir unsere kompetente Ansagenstimme mit dabei. Ach ja, auch bekannt das Umsehen. Finde ich immer ganz cool, wenn du die Stimmen halt erkennst. 80 oder 90? 90.
Ach hier, das ist also viele, viele Details hinzugefügt worden tatsächlich. Also nicht, dass ich jetzt was an der Strecke großartig geändert hätte. Aber jetzt sind so viele Details einfach. Das finde ich cool. Oder sind mir Sachen einfach nur nie aufgefallen. Und ja, ist auch eine Begründung. So, in Kilometern gesprochen. Ach, das sind ja noch zwei. Ist ja. Das ist ja nix, du. So, aber durch den Tunnel. Ich bilde mir ein, dass. Gut, der jetzt nicht, aber dass teilweise die Tunnel auch so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Können wir was auch kennen? Ich kann noch mal ganz kurz. Können wir mal ganz kurz zeigen. Wir haben also hier auf dieser Nebenstrecke von. Irgendwie sieht gar nicht die Maus. Genau, von hier nach dort. Gibt auch noch die Hauptstrecke. Nach dort unten. Merzburg, was es nicht alles gibt. Okay. Okay, da habe ich wohl den PZB nicht bestätigt. Ja. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ist meine Schuld. Ah, guck mal, hat man das hier gar nicht gesehen. Ist doch cool. Der denkt auch, guck mal, seit wann haben wir einen Bahnhalt hier? Ja, okay. Die Frage ist natürlich jetzt auch, was wir da uns jetzt da eingefahren haben sollen. Ich vermute mal auf irgendeine verminderte Geschwindigkeit bezüglich dem Signal da vorne. Fahren wir mal 40 oder sowas. Ach, selber schuld, ne? Haben wir einfach verkackt. Ich mache einfach keine Streckenkunde mehr im Fahren. Das ist. Liebe Kinder, während der Fahrt irgendwie irgendwo hingucken, sei es auch eine digitale Karte, gar keine gute Idee. Oder waren halt die 60 hier? Ach genau, die halt per, ja okay. Die halt dann einfach nochmal per Magnet angekündigt wurden. Gut, ja, habe ich verstanden. Habe ich verstanden und habe ich verkackt. Werde mich nächstes Mal dran halten. So. Aus 60 soll es aber auch nicht allzu schwer sein, dann später ein bisschen mit Gefühl darunter zu bremsen. So. Das Riesenrad ist auch neu. Kennt ihr auch noch nicht. So, ach guck mal, da haben wir ja schon unser Panos-Täfelchen. Ja, ist denn schon wieder Jahrmarkt hier? Die Frage ist, dann ist er halt in der Nähe und kann ich dann da mal langschauen oder müsste ich das. Da ist ja fancy. Das sind Sachen, die ich kein Mensch brauche, ne? Okay. Aber sie existieren und ich hoffe, es ist nichts GEMA-artiges, aber wird es ja schon nicht sein. Wegen der PCB vergessen? Nö, Gott. Ach ja. Ich glaube, da waren zwei Pfeifstellen. Von daher, ich glaube, die haben wir tatsächlich vergessen. Weil da ein paar ungesicherte Bahnübergänge waren. Naja, gut. So, nächster Halt. Pferdefahrgäste Marienwald auf Gleis 1. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich wollte es mal ein bisschen näher an der Haltestelle ansagen. Sonst wäre, glaube ich, ein bisschen früh, dem ist alles schon wieder vergessen, was wir da halten. So, was da halt mal so in der Mitte vom Bahnsteig, da sind wir ganz gut mit bedient. Ja, wunderbar. So, liebe Leute. Ich finde das ja cool. Und neue Leute, neue statische Menschen, die sich mitdrehen. Das ist ja witzig. Ja, Party hart, du, ne? Guck mal, kannst du fast ein ETS draus machen. So, können wir denn schon? Nee, okay. Unsere ganzen feierwütigen Fahrgäste wollen natürlich noch ein- und aussteigen, verständlicherweise. So. Und Abfahrt.
Unser nächster Halt. Ach genau, Marienwald, Marien... Ah, ja, okay. Genau so war das auch letztes Mal schon. Ja, aber schön. Also mir gefallen die neuen Details tatsächlich echt ganz gut. Ich glaube, szenariomäßig hat sich das nicht viel geändert. Aber, boah, ne? Vielleicht auch schon, weil ich das jetzt noch nicht kenne. Aber das sind echt so Standardstreckendinger da. Also fährst halt einmal mit der Regionalbahn mit die Strecke, dann fährst du einmal über die Schnellfahrstrecke und ach. Ja, ist ja alles Mögliche hat man da, glaube ich, auch mal hier mit drin. Was es tatsächlich auch gar nicht auf allen Karten gibt. Also es gibt ja viele Maps, in denen es tatsächlich so ist, dass du gar nicht alles so befahren kannst, wie es eben... Also dass du gar nicht im Prinzip alle Streckenteile, auch Nebenstreckendinger so befahren kannst, weil es dafür einfach default mitgeliefert gar keine Szenarien gibt. Von daher finde ich das cool, dass hier im Prinzip so der komplette Teil abgedeckt wird, auch wenn ich nicht weiß, ob der nicht elektrifizierte Teil, der jetzt eben nach unserer Endhaltestelle kommt, ob der auch abgedeckt ist. Aber ich denke mal, mit irgendeiner von den Dieselloks, die da rumfahren, wird da schon irgendwas gehen, vermute ich. Achso, 50 müssen wir eher runter, ne? Ja, aber das ist da vorne, Mensch, brauchst du auch nicht so früh so langsam tun. Vor allem, wir sind ja bergauf, da reicht es einfach mal ganz kurz so gefühlt eine Sekunde, den Schub rauszunehmen und dann läuft das schon. So, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Finde ich gut, weil Tunnel finde ich jetzt nicht so geil. So, und es war hell. Ja, 50 haben wir noch, sei ja. Schee. Jo, sehr cool. Ich bin begeistert. So. Aber der wahrscheinlich. Okay, der war tatsächlich mal gesichert zur Abwechslung. Ah, okay, wir fahren. Wollte gerade sagen. Wir fahren aber schon noch auf das andere Gleis, ne? Kollege. Guten Tag. So, haben wir auch sogar schon Ausfahrt da vorne. So, und einmal auf damit. Fahrplanmäßig sind wir wahrscheinlich, wollte ich sagen, ja, so einen kleinen Ticken hinten dran. Die Zwangsbremsung hat da auch, glaube ich, noch ihr Nötigstes dazu getan. Aber ja, guck mal, da vorne haben wir es dann Wildau und wir halten auf dem Weg noch in Marien. What the fuck? An den Marienbaum? Marienwald, Marienbaum, Mariental. Okay. Ich glaube, da bin ich mich auch schon mal irgendwie drüber. Habe ich mir auch schon mal irgendwie bemerkt, aber. Oh ja. So, oh. Ja, so ungefähr fahren wir so schnell, wie wir dürfen. So plus, minus ein bisschen. So, auch alle zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich willkommen auf unsere Regionalbahnfahrt. Wir wünschen dir eine angenehme Reise. Die habt ihr bestimmt hier drin, ne? Das ist schön hell, plastikmäßig und da fühlt man sich doch super wohl. Überall hier schönes, kühles, helles Plastik. Ja, es ist immer richtig schön angenehm, in solchen Zügen zu sitzen. Ja, Mimimi, Josh, das können ja nicht überall 300 Jahre alte N-Wagen fahren. Ja, aber ich fahre gerne. Ja, sind wirklich 50. Allerdings davon dann auch schon wieder 100. Naja, läuft ja da ganz gut. Ich muss allerdings sagen, so gut mir die Bahn irgendwie aus, also aus der, ne, Fahrerperspektive gefällt, weiß ich nicht, die Fahrgastperspektive finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht meins. Aber gut, auf jeden Fall, dass wir auch den Dark Mode anhaben. Von unseren ganzen Displays hier im Zug. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, auch generell so, aber hier die Instrumentenbeleuchtung. Das sind so Sachen, die hätte ich früher irgendwie einfach nicht gerafft, dass es sowas irgendwie gibt. Ach ja,
Ja, meine ersten Zugfahrt, ich will mich gar nicht nochmal anschauen. Das war bestimmt, das ist alles bestimmt abartig schäbig. So, jetzt sind wir bestimmt auch gleich ins Ohr. Ah. Ja, vielleicht ein Ticken früh die Ansage, aber ich denke, so unterm Strich passt das auf jeden Fall irgendwie. So. Wann können wir denn ein bisschen auf die Tube drücken? Da vorne. Ich sehe. Ah, das ist das offiziell überhaupt ein. Okay, es ist offiziell ein Tunnel. Weil das hier nicht als Tunnel gezeichnet ist, oder? So, und da sind wir auch schon wieder draußen. Also, er ist schon wieder. Ich glaube, das war aber einer der letzten Tunnel. Und einmal auf 100, ne? Bahnhof hat nicht verpassen, aber. Ach komm, er ist noch ein bisschen. Und 100 kriegen wir mit dir auch. Und ich glaube, wie war das? 140 dürfen wir so fahren. Und im LZB-Betrieb darf die ja, glaube ich, 160 hier. Die 425. Schneidet nicht irgendwo. Ja, okay, steht tatsächlich sogar da. So, Marienthal. Ich wollte eigentlich ein bisschen auf die Signale aufpassen, habe ich gesagt, ne? Was werden wir hiermit nun tun? Auch wenn die Brücke schön ist. So, jetzt müssten wir aber auch, wollte ich sagen, gleich da sein. War es gerade der Zug, der gepiept hat, oder war das irgendwas anderes? Ich brüche es nicht. So, können wir schon mal. Genau, da ist ja unser Täfelchen. Bahnhof kommt. So, Pferdefahrgäste, der Ausstieg in Fahrtrichtung links, glaube ich. Fahrtrichtung links? Ich glaube, ja. Das ist hier noch gar nicht. Das ist erst da vorne. Oder? Oh, das ist da vorne. Ja, ich habe natürlich gesehen, dass das nur ein Haus ist. Das war mir klar. Ich wollte da nicht anhalten. Natürlich nicht, Josh. Nein. Würde dir nie einfallen. Hier muss ich echt durchfahren. Aber vorne hier der... Okay. Weil hier der Eingang ist. Wunderbar, dann machen wir das doch einmal schnell. So. Ja, plus minus ein bisschen Verspätung, das geht schon. So, und auf damit. Ach, hier möchte ich jetzt noch ein bisschen umschauen. Das hat fucking Blumen an dem Ding. Guck mal, er steht da und wartet auf irgendwas. Okay. Das war... tatsächlich irgendwas, was hier als Sounddatei hinterlegt war. Falls ihr euch wundert. Ist das entweder ein Mensch, der pfeift, oder das ist so ein okay. Oder es ist halt irgendein Vogel. Oh, guck mal, das ist hier eine eingeschlagene alte Fabrikhalle. Was du da an Immobilienwert rausschlagen könntest du? Achso, oh, wir haben schon... Oh, ups. Habe ich natürlich gesehen, dass wir schon losfahren dürfen. Ich war so begeistert hier von dem Setting. So, Wildau sind wir auch tatsächlich bald. Wunderbärchen. Das trifft sich doch gut. So, der nächste Bü ist gesichert. So, und die 100 haben wir auch. Was fährt denn da oben? Okay. Da ist eigentlich eine Leitung lang gelaufen, aber eher Stromleitung. Also normale Stromleitung ist irgendwie nichts Straßenbahnmäßiges. Ich glaube, das ist hier nichts für die Region. Die sind schon froh, dass sie hier ihren... dass sie hier den Bahnhof haben. Da ist schon mal fancy. So, guck mal, ob es noch ein Flugzeug oder ein Hubschrauber oder sowas.
Genau, guck mal, genau du. Genau, dich habe ich gerade persönlich angesprochen. Ja, ganz bestimmt. So. Ich muss mir jetzt mal verkneifen, Ansagen zu machen. Ach, hier. 90, genau, brauchen wir auch nicht, genau. So. Das sind aber tatsächlich relativ viele ungesicherte Dinge. Ja, ist ja ganz cool. Müssen wir da vorne nochmal? Ne, da war es, glaube ich. Da war es jetzt der letzte. Ja, sehe ich genauso, ne? Mach halt alles gut. Ich könnte auch die Abmoderation für meinen Channel übernehmen. So, dann haben wir da natürlich, genau, ein bisschen langsamer. Das sind plus 60, ne? Das ist gar nicht so schlimm. Das soll da einigermaßen machbar sein. Da passt nicht so ganz. Ich will nicht gezwangsbremst werden. Abfahrt 15.26 Uhr von Gleis 5. Bitte beachten Sie. Ja. Der Zug nach Rolde fährt heute von Gleis 1. Ich glaube, Sie haben damit gerechnet, dass ich pünktlich ankomme, ne? Ja. Ist aber auch schwierig gemacht, wenn die gedacht haben, dass ich pünktlich... okay. Kann man das nicht nach Position auch machen? Weil nach Zeit... finde ich ja schon schwierig, weil, ja, so Leute wie ich da vielleicht ein bisschen... Naja, gut. Was willst du machen? Ah, zumindest haben wir so Bahnhofsdingens, Ansagen, Gedöns, Kram, Zeug, ne? So, von der Fahrgäste der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach, guck mal. Schick. Ist das der Sonderzug? Wahrscheinlich, ja. So, für den Fahrgäste an Gleis 4, nächste Anschlüsse. RB 40317 nach Altenburg Hauptbahnhof. Abfahrt 15.26 von Gleis 5. Was haben wir denn noch? Genau, ach, das ist auch eine Zugdurchfahrt. Sowie zum Sonderzug nach Rolde. Abfahrt 15.06 von Gleis 1. Hier bitte zügig umsteigen. Der Zug steht schon zur Abfahrt bereit. Ach so. Ja, gut. Gut, ich würde sagen, das war ein bisschen knapp, aber ich würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle einmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.